Ö1 Podcast. Ö1 Journal Panorama. Guten Abend. 5 Jahre ist es nun her, dass die Demokratiebewegung in Hongkong rigoros niedergeschlagen wurde. Ab Juni 2019 gingen ja mehr als 1 Million Menschen auf die Straße, erst um gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz, dann ganz allgemein gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Zentralregierung Chinas zu protestieren. Die Proteste schlugen dann in Gewalt um, seitens der Polizei und mancher Demonstranten. Im Jahr darauf, also 2020, hat Peking dann ein Staatssicherheitsgesetz für Hongkong erlassen. Dieses hat oppositionelle Stimmen in der Sonderverwaltungszone endgültig verstummen lassen. Viele Journalisten und Demokratieaktivistinnen sitzen in Haft oder sind ausgewandert. Vom Prinzip ein Land, zwei Systeme und von den weitgehenden demokratischen und Autonomierechten, die Hongkong eigentlich zugesichert worden waren, als es 1997 von Großbritannien an die Volksrepublik übergeben wurde, scheint mittlerweile nichts mehr übrig zu sein. Die Freiheit ist leise verschwunden, wie ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt aus Hongkong berichtet. Hongkong im Jahr 2019. Monatelang gingen die Menschen auf die Straßen. An manchen Tagen knapp 2 Millionen Menschen. Anfangs war es ein friedlicher Protest gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Dieses sollte es den Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion erlauben, verdächtige und gesuchte Personen an Festlandchina auszuliefern. Später richtete sich der Protest generell gegen den Einfluss der kommunistischen Zentralregierung Chinas. Die Menschen in der 7 Millionen Einwohnerstadt demonstrierten für mehr Autonomie und Demokratie. Ich war gerade im 2. Jahr an meiner Hochschule und auf einmal war der Campus voll von Demonstranten. Erinnert sich diese junge Frau. Sie war damals 19 Jahre alt. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren Namen nicht. And then policemen just surround the whole campus, and then there was tear gas. Dann hat die Polizei den ganzen Campus eingekesselt. Da waren Tränengas und viele Gummigeschosse. Manche meiner Mitstudierenden wurden festgenommen. Arrested at the time at the campus. Immer öfter kam es im Laufe der Proteste auch zu Gewalt. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas ein. Demonstranten warfen Pflastersteine und Brandsätze. Mindestens 2 Menschen starben am Rande der Proteste, mehr als 4000 wurden festgenommen. Darunter auch die damals 19-Jährige und ihr Freund, heute ihr Verlobter. Sie selbst wurde wieder freigelassen, er sitzt noch heute im Gefängnis. He was arrested in one of the protests that took place in Admiralty. Ihn hat es bei Demonstrationen im Stadtteil Admiralty erwischt. Sie hatten gerade eine Straße belagert, als die Polizisten plötzlich kamen. Manche hatten gar nichts gemacht, sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Doing nothing, just being present there. Die damals 19-Jährige wäre gerne in die Politik gegangen. Ihr Traum, Demokratie und freie Wahlen. Doch dieser hat sich zerschlagen. Ladies and Gentlemen. Welcome to the handover ceremony for Hong Kong, held jointly by the Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China. Im Jahr 1997 hat Großbritannien seine damalige Kronkolonie Hongkong an China übergeben. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hat sich damals völkerrechtlich bindend verpflichtet, Hongkong weitgehende Autonomie zu gewähren. Auch Rechte wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit wurden garantiert und freie und demokratische Wahlen zumindest in Aussicht gestellt. Stattdessen nahm der Einfluss der Pekinger Zentralregierung in der Sonderverwaltungsregion zu. Im Jahr nach dem Beginn der Proteste, 2020, hat die chinesische Zentralregierung in Peking ein sogenanntes Staatssicherheitsgesetz für Hongkong eingesetzt. Dieses kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung richtet. Die Proteste wurden erstickt. Sie würden die nationale Sicherheit gefährden, so argumentiert auch die Peking-treue Regierung in Hongkong. The threat
Die Bedrohung der nationalen Sicherheit ist real. So Regierungschef John Lee Anfang Juni. In diesem Jahr hat die Hongkonger Regierung ein eigenes Sicherheitsgesetz eingeführt. Aus Angst, etwas zu sagen, was von den Behörden als regierungskritisch aufgefasst werden könnte, trauen sich heute viele nicht mehr, ihre Meinung zu äußern. Even the thought of dissent is schon allein der Gedanke an Kritik scheint viel zu sein. Man kann wirklich nichts mehr sagen. Und es ist fast so, als hätten alle aufgegeben, sagt diese 32-jährige Frau, die in Hongkong aufgewachsen ist und ihren Namen nicht nennen möchte. Es gibt nur noch wenige pro-demokratische Aktivisten in Hongkong. Viele sind ins Ausland geflohen, die meisten von ihnen nach Großbritannien, aber auch nach Kanada und Australien. Andere sitzen in Haft. Mehr als 300 Menschen sind unter den neuen Sicherheitsgesetzen festgenommen worden, darunter prodemokratische Aktivisten, Politiker und Journalisten. Einige wurden bereits verurteilt. Eine riesige Straßenkreuzung nahe des Victoria Parks im Zentrum von Hongkong im Spätsommer 2024. Menschen laufen eilig über die Zebrastreifen. Im nächsten Moment fahren Busse, Autos und die ikonischen Doppeldeckerstraßenbahnen über die Gabelung. Mitten im dichten Treiben des Alltags bauen drei Männer vor einer Straßenlaterne einen kleinen Klapptisch auf. Davor auf dem Boden ein Megafon. Eine Frau erscheint in schwarzem Kleid und schwarzen Sandalen. Das ist Po Ying, Demokratieaktivistin und Vorsitzende der ehemaligen Parlamentspartei Liga der Sozialdemokraten. In den Händen hält sie ein Mikrofon und ein Exemplar ihrer Parteizeitung mit dem Titel Kang Ming, das heißt nicht gehorchen. Sie ergreift das Wort und ist damit eine der wenigen, die sich das noch trauen in der Öffentlichkeit. Das macht sie jeden Sonntag, wenn es das Wetter zulässt. In ihrer Rede betont sie immer wieder, dass sie ihre eigene Meinung sagen und auch die Politik der Regierung kommentieren dürfe, dass dies kein Verbrechen sei. Prompt ist auch die Polizei vor Ort, filmt mit einer Kamera alles mit, während Po Ying weiterspricht. Sie steht unter Beobachtung, so wie jeder, der in ihre Nähe kommt. Von den Passanten bleibt kaum jemand stehen. Nur manche nehmen sich eine Parteizeitung mit und ziehen sofort weiter. So sieht es zumindest von außen aus. Manchmal würden die Leute ihr beim Vorbeigehen eine freundliche Geste zuwerfen, erzählt Po Ying davon, wie sie die Situation selbst erlebt. Die Leute sagen mit leiser Stimme, weiter so. Sie können ihre Unterstützung nur auf versteckte Art und Weise zeigen, weil die Polizei hier ist und filmt. Ich kann auch verstehen, warum Leute unsere Flugblätter nicht mitnehmen. Eine prodemokratische Opposition gibt es heute im Hongkonger Parlament nicht mehr. Durch ein geändertes Wahlrecht können nur noch Peking-treue Kandidaten antreten. Viele oppositionelle Politiker und ehemalige Parlamentsabgeordnete sind im Gefängnis, auch Po Yings Ehemann. Er war damals Vorsitzender der League of Social Democrats. Wie schwierig es ist, im politischen Umfeld Hongkongs als prodemokratische Partei zu überleben, zeigt das Beispiel der liberalen Civic Party. Diese hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst. Mehrere Parteimitglieder wurden festgenommen. Niemand wollte mehr für den Vorstand kandidieren. Nachdem Chinas Staatssicherheitsgesetz für Hongkong im Sommer 2020 in Kraft getreten war, lösten sich innerhalb von 2 Jahren knapp 60 zivile Organisationen auf, darunter Gewerkschaften, Medienorganisationen und politische Parteien. Die prodemokratische Partei League of Social Democrats ist weiterhin aktiv, unter erschwerten Bedingungen. So hat die HSBC Bank zum Beispiel die Konten der Partei geschlossen. Selbst ein Restaurant als Treffpunkt zu finden sei schwierig, denn niemand will öffentlich als prodemokratischer Aktivist oder Unterstützer gelten. Jetzt
Im Moment können wir kaum überleben und tun das Minimum, das wir tun dürfen. Wir werben keine neuen Mitglieder an, weil es unsicher ist. Unsere Partei funktioniert nur wegen einiger weniger Kernmitglieder. Ich sehe keine große Entwicklung in dieser Organisation. Wir können nur ein paar grundlegende Dinge tun, um zu beweisen, dass die Partei noch existiert. Das Team um Po Ying ist klein geworden. Nur noch eine Handvoll Leute sind dabei, darunter auch der 32-jährige Dixon Chow. I think it's important to remind all of us that we have the right to. Ich denke, es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir das Recht haben, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Und der beste Weg, das zu tun, ist, die eigene Meinung zu sagen. Ansonsten wird die Regierung sie vielleicht in aller Stille wegnehmen. Uhr morgens an einer Schule im Hongkonger Stadtteil Tsuen Kwan O. Vier Schüler der 11. Klasse in einer blauen Uniform mit Schulterklappe und einem schwarzen Barett als Kopfbedeckung marschieren im Gleichschritt durch die volle Schulaula bis zur Bühne. Dort hissen sie die chinesische Nationalflagge. Seit 2 Jahren gehört die Zeremonie einmal in der Woche zum Schulprogramm. Schulleiter Lo Wai-Sing singt bei der chinesischen Nationalhymne kräftig mit, im Gegensatz zu manchen seiner Schüler im Publikum. They are secondary six students. They should be the most active participant in the social movement. Manche ältere Schüler seien damals bei der gesellschaftlichen Bewegung dabei gewesen. Was er damit meint, sind die Proteste 2019. It takes time for them to change their mind, you know. Es braucht Zeit, bis sie ihre Meinung ändern. Bei den Grundschülern ist das anders. Sie singen laut mit. Ich kann sie aber nicht zwingen, mitzusingen. Das wäre auch bedeutungslos, wenn sie nicht aus ihrem Herzen heraus singen und die Hymne respektieren. Wir können sie nur langsam bei ihrem Wandel begleiten. Die betroffenen Schüler bezeichnet er als gesellschaftsfeindlich. Dass nicht alle Schülerinnen und Schüler seine politischen Ansichten teilen, weiß er. Ich erwarte nicht, dass sie sich drastisch ändern. Auch mit neuen Maßnahmen, einer neuen Politik bedeutet das nicht, dass sie ihre Meinung ändern. Ich beobachte aber insgesamt eine immer positivere Entwicklung. Es gibt immer noch Schüler, die negativ gegen manche Ansichten über Festlandchina sind. Aber sie sind positiver geworden. But they become more positive now. Lo Wai-Sing zeigt uns in einem Ausstellungsraum der Schule einen Regenschirm. Er ist für die Kinder gedacht, dass sie bei Regen auf dem Weg zur Mittagskantine in der Schule nicht nass werden. In orangenen Lettern steht darauf: It rains, we serve. Damit soll klargemacht werden, dass Schirme nur im Regen benutzt werden sollen. But still, the student asked me, can we produce some umbrella? Meine Schüler haben nach einem Regenschirm für die Schule gefragt. Ich sagte, okay, aber ihr müsst sicherstellen, dass die Bedeutung unmissverständlich ist. Regenschirme schützen Menschen vor Regen. Also gab es den Spruch, it rains, we serve. Das Design sei ein Kompromiss, denn seit der sogenannten Regenschirmbewegung, bereits vor 10 Jahren, als Demonstranten freie Wahlen forderten und Regenschirme als Schutz gegen Pfefferspray und Tränengas der Polizei mit auf die Straßen nahmen, sind Schirme per se ein sensibles Thema. Die Schirme sollen nicht mehr zweckentfremdet werden, so der Schulleiter. This is the citizenship. Seit 4 Jahren gibt es ein neues Fach, Citizenship and Social Development. Die Kinder lernen, was es heißt, ein guter Bürger zu sein. Patriotismus, Staatszugehörigkeit zu China, nationale Identität stehen im Lehrplan. Auch Besuche nach Festlandchina sind Pflicht. Ich denke, ein guter Bürger sollte ein grundlegendes Verständnis für die Werte der Gesellschaft haben und auch die Pflichten eines Bürgers übernehmen können, erklärt Lehrerin Leng Jiting.
Für Citizenship wurde ein anderes Fach vor 2 Jahren abgeschafft. Liberal Studies, übersetzt freie Studien oder freies Denken. Es war das letzte Fach, in dem Kindern beigebracht wurde, frei zu diskutieren und zu erörtern. Es wurde erst 2009 eingeführt, damals noch unter einer freieren Politik. Ein ehemaliger Lehrer dieses Fachs, einer anderen Hongkonger Schule, zeigt, wie die Schulbücher in den Jahren nach den Protesten verändert wurden. Er möchte anonym bleiben. Seine Stimme ist deshalb verändert. Students, parents or even fellow teachers in the same school, they will report. Schüler, Eltern und sogar Lehrerkollegen an der gleichen Schule können Beschwerden einreichen, wenn der Lehrer über Dinge spricht, über die die Regierung nicht sprechen will. Things that the government doesn't want us to talk about. Heute wird strikt nach Lehrbuch unterrichtet und unter Beobachtung. Wer als Lehrer zu politisch ist, über Dinge spricht, über die man nicht reden soll, kann gemeldet werden, findet dann womöglich auch an anderen Schulen keinen Job mehr. We trace the causes, we infer the effects and then situational analysis. For example, früher haben wir den Schülern beigebracht, wie man die Ursachen und Folgen eines Sachverhalts erörtert. Zum Beispiel haben wir auch die Demonstrationen der Regenschirmbewegung aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Aber hier, das ist das neue Fach, sehen Sie, da geht es nur noch um die guten Dinge, zum Beispiel um kontinuierliche Entwicklung und ständige Zunahme der Kulturwirtschaft oder anderer positiver Wörter, Erhaltung oder Aufwertung und Förderung und nochmal Förderung. Über ihn gab es Beschwerden. Er hat dann gekündigt, wie tausende andere Lehrer auch. In den Straßen Hongkongs ist die Volksrepublik China heutzutage omnipräsent. Zu Chinas Nationalfeiertag hängen an den Hochhausfassaden riesige Plakate, an Fußgängerübergängen Girlanden mit der chinesischen Nationalflagge, immer abwechselnd neben der kleineren Flagge Hongkongs. Zur Volksrepublik gehört die ehemalige britische Kolonie erst seit 27 Jahren. Als 1997 die britische Flagge gesenkt und Hongkong offiziell an die Volksrepublik China übergeben wurde, gab es in einer sino-britischen Erklärung ein Versprechen. Der Sonderverwaltungsregion sollten weitgehende Freiheits- und Autonomierechte gewährt werden, für mindestens 50 Jahre. We have no doubt that Hong Kong people can run Hong Kong, as the Joint Declaration promises. Vor 27 Jahren sprach der damalige britische Prinz Charles den Hongkongern sein Vertrauen aus, dass sie die Stadt selbst verwalten können. Ein Land, die Volksrepublik, zwei Systeme, die chinesische Zentralregierung und eine selbstverwaltende Hongkonger Regierung. Das war der Plan. Doch in den vergangenen Jahren hat der Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Hongkong stark zugenommen. Die Hongkonger Regierung hat auf einige prodemokratische Aktivisten, die im Ausland leben, ein Kopfgeld ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Festnahme der Gesuchten führen, sind der Polizei zufolge umgerechnet etwa 117.000 Euro ausgesetzt. Der Hongkonger Fin Lau ist einer der Gesuchten. Die Behörden werfen ihm vor, gegen das Staatssicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Damit droht ihm lebenslange Haft. Fin Lau lebt schon länger in London. Auch vor den Protesten schon. Er ist Gründer der globalen Demokratieorganisation Hong Kong Liberty und setzt sich international gegen den Einfluss Chinas in Hongkong ein. Er war vor 5 Jahren selbst zu den Protesten in Hongkong und wurde kurzzeitig festgenommen. Sein Rückflug nach London war ein Flug ins Exil. In dem Moment wusste ich, dass es gut möglich ist, dass ich nicht mehr nach Hongkong zurückkehren kann, kurz- oder mittelfristig. Direkt im Zentrum nahe des britischen Parlaments gibt Fin Lau der ARD ein Interview. An einem möglichst öffentlichen, neutralen Ort. Er ist vorsichtig, was er über sein Privatleben und seinen Aufenthaltsort verrät. Denn er fühlt sich verfolgt und überwacht, obwohl er im Ausland lebt. Jederzeit könnte ihn jemand melden und die Belohnung auf einen Hinweis einkassieren. I don't feel safe. Ich fühle mich in London nicht mehr sicher. Immer wenn ich spazieren gehe, ich gehe durch die Straßen, egal ob London oder Großbritannien oder vielleicht sogar Europa. Es besteht die Möglichkeit, von jemandem überwacht zu werden.
Egal, ob es sich um Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die USA, Australien und so weiter handelt, ich würde sagen, dass die Regierung in Peking auch dort versucht, in die bürgerlichen Freiheiten einzugreifen. Schätzungen zufolge sind seit 2019 eine 500.000 Menschen aus Hongkong ausgewandert. Nicht alle sind politisch Verfolgte. Manche sehen in anderen Ländern schlicht bessere Bildungschancen für ihre Kinder, mehr Freiheiten oder auch mehr Wohlstand. So this is the price of fighting for freedom and democracy. Das ist der Preis des Kampfes für Freiheit und Demokratie. Und das ist ein Preis, den viele Hongkonger zahlen. Nicht nur ich selbst, sondern es gibt viele Menschen, die aus Hongkong fliehen. Sie versuchen, nicht von den Hongkonger Behörden aufgesucht zu werden. Ich denke, das ist eine häufige Erfahrung. Experience, yeah, to the Hong Kong community. Inzwischen füllen immer mehr Chinesinnen und Chinesen aus dem chinesischen Festland diese Lücke. Die Hongkonger Regierung hat 2022 ein Programm aufgelegt, das Top-Talente in die Sonderverwaltungsregion locken soll. Denn die massenhafte Auswanderung hat zu einem Fachkräftemangel geführt. Mehr als 70.000 Menschen sind allein im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben unter diesem Programm neu nach Hongkong gezogen. Die meisten kommen demnach aus Festlandchina. Wie es sich in Hongkong lebt und wie viel Geld sie am Tag für Essen ausgibt, wie hoch die Wohnungsmieten sind, dokumentiert Meng Yutong im chinesischen Online-Netzwerk Xiaohongshu. Die Architektin und Designerin kommt ursprünglich aus dem Nordosten Chinas, aus der Millionenstadt Harbin, lebt bereits seit 3 Jahren in Hongkong und liebt ihre Wahlheimat so sehr, dass sie sich selbst als eine Art Botschafterin der Stadt sieht. Ich zeige das Essen in Hongkong, schöne Orte. In der Zukunft möchte ich noch mehr aus meinem Privatleben und meinem Lifestyle zeigen. Da viele meiner Follower aus Festlandchina kommen, sind sie sehr interessiert. Vor allem sind sie neugierig, wie hoch die Wohnungsmieten sind. Umgerechnet etwa 1.000 Euro zahlt sie für 15 Quadratmeter. Online zeigt die Designerin mit Fotos und Videos, wie sie den kleinen Raum eingerichtet hat und jede Ecke möglichst effizient nutzt. Ein perfekt aufgeräumtes Zimmer. Im Zentrum ein weißer Schreibtisch. Darauf sind ein paar Bücher und eine Topfpflanze angeordnet. In der Zimmerecke steht ein kleiner Beistelltisch neben einem kleinen Sessel, darauf eine Vase mit Schnittblumen und an der Wand lehnt eine Ukulele. Meng Yutong will zeigen, dass es sich auch in Hongkong gut leben lässt. Für viele Festlandchinesen ist die Wohnungssituation der wichtigste Faktor bei der Entscheidung, umzuziehen. Sie wissen, dass die Wohnungen im dicht besiedelten Hongkong klein sind und sie denken, dass sie dadurch keinen komfortablen Lebensraum finden können. Meng Yutong möchte das Gegenteil beweisen. Für sie ist Hongkong immer noch weltoffener, bunter und internationaler, als sie das aus Festlandchina kennt. Auch wenn in Hongkong selbst und im Ausland viele das anders sehen. Hongkong gleiche demnach immer mehr einer Stadt wie in Festlandchina. Ich denke, Hongkong ist ein einzigartiger Ort mit einem sehr diversen kulturellen Hintergrund. Es ist eine Kombination der traditionellen chinesischen Kultur, aber auch westlicher Kultur, weil Hongkong ja lange zu Großbritannien gehört hat. Den zunehmenden Zuzug aus Festlandchina verzeichnen auch Beratungsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Leuten zu helfen, die nach Hongkong ziehen möchten, um zu studieren oder zu arbeiten. Ihre Aufträge haben zugenommen, erzählt Vivian Sühn von der Hongkonger Immigrationsberatung Xianggang Yimin Youxian Gongsi. Sie schaut sich die Bewerber für das Talentprogramm der Hongkonger Regierung an. Je besser die akademische Qualifikation und Berufserfahrung der Bewerber, desto besser die Chancen. Nach der ersten Genehmigung wird von der Hongkonger Einwanderungsbehörde eine 2-jährige Aufenthaltsgenehmigung gewährt. Wir geben den Bewerbern eine Punktzahl, basierend auf ihrem Werdegang. Wenn das Ergebnis nicht so ideal ist, dann erarbeiten wir einen Plan B. Wenn sie schlecht ausgebildet sind, dann können sie vielleicht erstmal als Studenten nach Hongkong kommen. Auch dann können sie einen Personalausweis für Hongkong erhalten. Wenn sie diese Form erfüllen, dann können sie in Hongkong bleiben.
Vivian Sun selbst ist vor 5 Jahren von Festlandchina nach Hongkong gekommen, gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Sie hat früher in der Bauindustrie gearbeitet. Doch Chinas Immobilienmarkt steckt tief in der Krise. Viele Unternehmen sind hoch verschuldet. Vivian Sun hat für sich in Hongkong bessere Karrierechancen gesehen und die Branche gewechselt. Die meisten kommen als Familie. Sie finden das Hongkonger Bildungssystem gut, das Gesundheitssystem und das Arbeitsumfeld. Hongkongs Regierungschef John Lee ist überzeugt, dass das Talentprogramm die Hongkonger Wirtschaft antreibt. Das Programm habe demnach im vergangenen Jahr 1,2% zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Auch Vivian Sun sieht Vorteile durch den Zuzug von Menschen aus Festlandchina. Es können wirklich nur Hochqualifizierte unter dem Talentprogramm nach Hongkong kommen. Und die werden definitiv zu Hongkongs Wirtschaft beitragen und die Steuereinnahmen erhöhen. Doch es gibt auch Hongkonger, die der Stadt treu bleiben. Manche versuchen sich unter dem stärkeren Einfluss der kommunistischen Zentralregierung zurechtzufinden, auch wenn die zivilgesellschaftlichen Räume kleiner geworden sind. Ein schmales Treppenhaus führt in den 4. Stock. You have to walk up like. Man muss ein paar Minuten hochlaufen und ein paar Mal durchatmen, bevor man diesen Buchladen erreicht. Erzählt Sum Wan Hua. Er hat im Jahr 2022 gemeinsam mit anderen ehemaligen Journalisten diesen unabhängigen Buchladen gegründet. Der Raum ist nur 28 Quadratmeter groß und trotzdem hell. Bücherregale aus warmem Holz säumen die Wände, vieles davon selbst geschreinert. Vor einer Fensterfront ist eine Theke mit Stehhockern angebracht. Das Holz stammt noch aus Sum Wan Hua's journalistischen Vergangenheit. Das ist aus unserer früheren Nachrichtenredaktion. Es war der große Tisch. Wir haben versucht, ihn zu zersägen und ihn zu einer Art Tresentisch umzubauen. Die Redaktion, in der er früher gearbeitet hat, hat dicht gemacht, so wie andere unabhängige Medienhäuser durch das harte Durchgreifen der Hongkonger Behörden nach den Protesten auch. Im September wurden 2 ehemalige Chefredakteure des Online-Nachrichtenmagazins Stand News zu Haftstrafen verurteilt, weil ihre Artikel von den Hongkonger Behörden als aufrührerisch gesehen wurden. Der Gründer der inzwischen eingestellten Zeitung Apple Daily, Jimmy Lai, steht vor Gericht. Die Behörden werfen dem 76-Jährigen vor, gegen das Staatssicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Seit Dezember 2020 sitzt er bereits im Gefängnis. Der Hongkonger Journalistenverband Hong Kong Journalists Association beklagt jüngst Einschüchterungen von Medienschaffenden. Mindestens 15 Journalisten seien in den Sommermonaten von Juni bis August belästigt worden. Und zwar hauptsächlich von Leuten, die sich selbst als Patrioten bezeichneten, so Selina Cheng, die Vorsitzende des Verbands. Diese Leute schicken anonyme Beschwerden per E-Mail oder Brief an die Familienangehörigen von Journalisten, an die Arbeitgeber ihrer Familienangehörigen, an Vermieter oder andere Organisationen, die mit ihnen in Verbindung stehen. Darin heißt es, dass sie, wenn sie weiterhin mit den Journalisten oder ihren Familienmitgliedern in Verbindung stehen, auch die nationale Sicherheit gefährden und gegen die Sicherheitsgesetze verstoßen könnten. Weil sie sich unsicher fühlen, ihre Medienhäuser dicht gemacht wurden und sie unter den neuen Sicherheitsgesetzen in Hongkong nicht mehr frei berichten können, sind viele Journalisten in den vergangenen Jahren arbeitslos geworden. Sie fahren nun zum Beispiel Taxi, schlagen sich weiterhin als freie Reporter durch oder haben wie Sum Wan Hua und seine Kollegen einen Buchladen gegründet. A lot of civil society just dismantle or simply disappear. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen lösen sich auf oder verschwinden einfach. Die Menschen haben also weniger Möglichkeiten, sich zu treffen und zusammenzukommen. Wir wollten also eine Buchhandlung eröffnen, die nicht nur Bücher verkauft, sondern auch ein öffentlicher Raum ist, in dem Leute abhängen, lesen und sich einfach nur treffen können. Ein ganzer Stapel bunter Notizbücher liegt auf der Fensterbank, alle vollgeschrieben mit verschiedenen Handschriften. Besucher können anonym etwas hineinschreiben. Manche würden auch Dialoge führen und auf andere Nachrichten antworten, erzählt Sum Wan Hua. They're kind of encouraging each other.
through words and sie ermutigen sich gegenseitig durch Worte und versuchen zusammenzuhalten, um anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass wir alle hier bleiben. Wir sind Menschen, die sich entschieden haben, hier in Hongkong zu bleiben und Hongkong als unsere Heimat zu betrachten. Und auch wenn wir nicht glücklich sind, so sind wir es doch. Wir bleiben zusammen. Diese Gemeinschaft, wenn auch im Stillen, sei das, was bleibe, so Sum Wanhua. Eva Lambi-Schmidt hat berichtet. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.